Dafür gibt es solche kleine Reinigungstools. Da ist so ein in dem Koffer drin ein kleines Mikroskop mit unterschiedlichen Aufsätzen, dass wir diese typischen Stecker auch alle begutachten können und auch die Kupplungen. Das sind diese Reinigungsstifte. Hier klickt man einfach, man steckt den Stecker drauf, klickt eins, zweimal. Da ist eine kleine Mechanik drin, dann läuft ein Band über die Stirnfläche drüber und reinigt uns den Stecker. Sind dann zwei Typen, einmal für die 2,5 mm Ferrule und einmal für die 1,25 mm Ferrule. Hier mit den Reinigungsstiften kann ich auch in der Kupplung drinnen reinigen, sodass eine Schnittstelle immer von beiden Seiten dann auch sauber ist. Wenn ich eine Verschmutzung habe, die etwas gröber ist, habe ich hier nochmal eine kleine Kassette, da ist ein Vlies drinnen. Und mit diesem Vlies kann ich dann etwas gröbere Verschmutzungen nochmal versuchen zu reinigen, beziehungsweise kann ich das auch mit einer Flüssigkeit machen. Das ist eine Reinigungsflüssigkeit für Glasfasern. Mittlerweile sind die alkoholfrei. Aber wenn ich nass reinige, dann sollte ich danach nochmal trocken nachreinigen mit den jeweiligen Stiften. Wichtig, mitnehmen, schauen Sie mir niemals in eine Glasfaser rein, weil da könnte ein Lasersignal dahinter sein. Und reinigen Sie bitte immer Glasfasern, bevor Sie dementsprechend eine Patchung oder Steckung durchführen. Ja, dann schauen wir uns mal so typische Installationslösungen von uns an. Das ist bei uns die Optat ATT. Das ist eine universelle Anschlussdose, die ich auf unterschiedlichen Gegebenheiten installieren kann. Zum einen als Aufputzgehäuse, zum zweiten auf einer Tragschiene, also auf einer Hutschiene, zum dritten auf den normalen Unterputzbechern, die in der Wand montiert sind, und zum vierten kann ich sie auch noch auf Hohlwandbechern montieren. In der Dose drinne ist immer eine schöne Kabelführung für die Glasfasern, dass ich die Glasfasern ordentlich im Biegeradius legen kann. Das ist bei Glasfaser wichtig, habe ich vorhin schon gesagt. Der in Ecken drinnen nicht zu stark knicken. Licht tritt aus, wenn der Radius zu klein ist. Und hier hat man dann einen ordentlichen Radius, in den die Glasfasern auch in der Dose geführt werden. Zusätzlich habe ich noch eine Spleißkassette drinnen. Das heißt, wenn Monteure sich für das Verfahren des Spleißens entscheiden, habe ich hier die Spleißablage drinnen und kann die Fasern nochmal von den jeweiligen Pigtails in der Spleißkassette führen. Im unteren Bereich sind vier Anschlusspunkte vorgesehen, die ich dann mit vier Kupplungen, zum Beispiel viermal LC-Duplex, was wir hier sehen, wäre in der Dose montierbar, also bis zu 8 Fasern. Das ganze VIK bedeutet für vorinstallierte Kabel. Das heißt, wenn Sie ein Kabel haben, wo die Stecker schon dran montiert sind, setzen Sie die VIK-Dose ein. Wenn Sie ein Kabel haben, wo Sie spleißen wollen, setzen Sie die Variante Spleiß ein, dort sind die Kupplungen montiert und die Pigtails schon bestückt. Und die dritte Variante, das ist die VATT, das ist eine vorkonfektionierte Variante. Hier bekommen Sie von uns im Werk gefertigt eine Lichtwellenleitstrecke, wo die Anschlussdose schon an der Faser komplett angeschlossen ist. Diese Dose sitzt hier in dieser Kammer, wo der rote Punkt ist drinne. Dann haben Sie so eine kleine Kabeltrommel, können die Faser auslegen und dann dementsprechend im Gebäude verlegen. Das Ganze gibt es dann mit der Gegenseite schon mit Steckern montiert oder Ende offen, wenn Sie dann dementsprechend eine Rohrverlegung haben. Hier sehen wir nochmal die Einsatzbereiche der ATT-Dose. Hier nochmal deutlich die Spleißkassette zum Rausklappen, die montierten Kupplungen auf der Hutschiene montiert und wenn Sie als Aufputzgehäuse haben Sie die Möglichkeit, über vorderliegende Schrauben dann hin dementsprechend auf die Düppel zu gehen oder auf die Hohlwanddosen oder Unterputzdosen. Hier sehen wir das Ganze nochmal dargestellt als vorkonfektionierte Anschlussdose. Beachten sollte man immer im Bereich des Fanouts, dass die Stecker kaskadiert sind. Das heißt, die liegen so ein bisschen hintereinander. Das macht man deswegen, dass man nicht so einen großen Durchmesser bekommt, dass das Ganze noch ein bisschen schmal bleibt, damit ich nicht so große Löcher bohren muss, wenn ich mal durch eine Wand durchgehe.
Ja, eine zweite Dose, die ist dann eher was für den Provider-Bereich. Hier haben wir unsere APL-Dose, Anschlusspunktlinie. Die Dose ist dann sehr speziell für Mikrorohre. Das heißt, das ist die gleiche Variante wie die ATT, hat im unteren Bereich aber nochmal die Möglichkeit bekommen, ein Mikrorohr aufzunehmen und auch den Gasblocker aufzunehmen. Auf ein Mikrorohr kommt immer ein Gasblocker. Das macht man deswegen, dass keine Gase von der Gegenseite an den Punkt kommen, wo die Anschlussdose dann installiert ist. Zusätzlich dazu kann ich diese plombieren. Das heißt, hier ist eine Mechanik vorhanden, wo ich entweder eine Schraube durchmachen kann oder eine Plombe dran machen kann. Und ich habe die Möglichkeit, vorne zu OEMisieren und kann dann draufschreiben, Energieversorger Mannheim oder wer auch immer die Anschlussdose dann installiert hat. Und es gibt noch so eine kleine Sicherungsschraube, einen Deckel oben drüber, sodass nicht jeder sofort zugreifen kann. Und damit ist auch der Anschlusspunkt, wo die Patchkabel dann dementsprechend gesteckt werden, vom Zugriff Fremder schon mal leicht geschützt. Dann haben wir noch die Wandverteiler. Diese brauche ich dann in Mehrfamilienhäuser. Hier gibt es zwei unterschiedliche Größen, die Größe S und die Größe M. S ist für bis zu 48 Steckverbindungen und M bis zu 96. Und diese kann ich frei bestücken. Das heißt, ich habe in der Mitte eine Blende, wo die Kupplungen montiert werden. Ich habe eine kommende Seite, eine gehende Seite. Ich kann hier auch Spleißkassetten auf beiden Seiten montieren, kann auf beiden Seiten spleißen, wenn ich will, oder mit vorgefertigten Kabel arbeiten. Ich habe zwei unterschiedliche Schlüssel, sodass ich einen Schlüssel habe für das gesamte Haus und einen Schlüssel für die Zuleitung für den jeweiligen Provider und unterschiedliche Möglichkeiten der Adaption, je nachdem, wie viel Kabel kommen. Und hier kann ich all diese Kupplungen montieren, die ich Ihnen vorgestellt habe, also SC, LC, E2000. Natürlich auch alle Faseradern, also auch für Multimode-Fasern ist dieser Verteiler geeignet. Im FETH-Bereich haben wir gelernt, setzen wir aber Single-Mode-Fasern ein und das sind die OS2-Fasern. Hier schauen wir jetzt nochmal auf einen kleinen Stecker. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir mit vorgefertigten Kabel arbeiten, wo ein Stecker schon auf der Gegenseite drauf ist oder der Monteur vor Ort einen Stecker auch auf ein Kabelende montieren kann. Und das macht man mit unseren Optat-Fast-Stecker. Der Optat-Fast gibt es in zwei Versionen. Einmal als Multimode-Version, dann heißt der Optat-Fast. Und als Single-Mode-Version ist es der Optat-Fast-Hybrid. Beim Optat-Fast-Hybrid haben wir eine kleine Besonderheit. Da ist auf der vorgefertigten Faser nochmal Optoelast, ein spezielles Material drauf, was uns dann dementsprechend bei der Installation der Single-Mode-Fasern hilft. Vom Prinzip her haben wir hier vorne die Ferrule. In der Ferrule ist eine Faser industriell gefertigt und im hinteren Bereich ist ein sogenannter mechanischer Spleiß. Das heißt, die Faser wird vorbereitet, wird in den Stecker von hinten eingeführt, eine Mechanik ausgelöst und dann verrastet der Stecker, macht eine Fixierung und im vorderen Bereich ist ein Indexgel drin, was den Luftspalt schließt, beziehungsweise beim Single-Mode-Stecker noch unser Optat-Elastmaterial. Damit Sie mal kurz schauen, wie das funktioniert, habe ich hier mal ein kleines Video von der Montage des Steckers. Glasfaser, ich habe schon gesagt, wir bringen hier ein Haar aufeinander. Das bedeutet auch, man muss natürlich mit einer gewissen Ruhe und Präzision arbeiten, damit das alles sauber und ordentlich funktioniert. Das ist das typische Werkzeug, was man benötigt, um einen so einen Stecker zu montieren. Wir sehen hier eine Ader. Ader bedeutet, hier ist die Glasfaser nochmal mit einer Isolierung versehen und hat einen Außendurchmesser von 900 Mikrometer. Dieser Außendurchmesser von 900 Mikrometer, das ist das Gelbe, was Sie jetzt sehen. Hier werden jetzt über eine Montagehilfe zwei Installationspunkte Markierungen gesetzt. Der erste Punkt ist zum Abisolieren und der zweite Punkt ist dazu da, wie weit wir die Glasfaser in den Stecker einführen müssen. Es gibt dann ein Abisolierwerkzeug mit drei Kerben. Wir benutzen jetzt die Kerbe 2, das ist die in der Mitte für die Ader. Setzen jetzt die Ader am ersten Punkt ab, gehen dann in die Position 3 und nehmen jetzt das Primärcoating runter und reinigen jetzt die Glasfaser.
Die Glasfaser hat mit dem Primärcoating 250 Mikrometer Außendurchmesser und jetzt, wenn sie gereinigt ist, haben wir die reine Glasfaser mit dem 125 Mikrometer Außendurchmesser. Die ADA, wie sie jetzt vorbereitet ist, kommt dann in die Montagehilfe. Hier muss man darauf achten, dass diese rote Zunge mit dem Punkt, wo abisoliert, absolut übereinstimmt. Jetzt wird über die Montagehilfe die ADA in das Schneidwerkzeug eingelegt. Erstmal muss ich alle Klappen öffnen, muss die Feder spannen, schließe dann gelb, rot und schwarz. Schwarz enthält einen kleinen Diamanten. Dieser Diamant ritzt die Glasfaser an und genau an der Stelle wird dann die Glasfaser gebrochen. Es gibt zwei unterschiedliche Werkzeuge, ein grünes und ein blaues. Das grüne ist für Single Mode und das blaue ist dann dementsprechend für Multimode. Wenn die Faser jetzt so vorbereitet ist, wird der Stecker in die Montagehilfe eingesetzt, leicht oben drauf gedrückt, dass sich die Mechanik öffnet und die Glasfaser dann über eine V-Nut von hinten in den Stecker eingeführt. Hier muss man jetzt eine gewisse Last draufbringen. Das macht man, indem man so einen kleinen Bogen macht, öffnet dann vorne die Mechanik, sie greift, fixiert die Faser. Man macht im hinteren Bereich die Zugentlastung auf den Stecker drauf und dann hat man schon einen Stecker fertig montiert. So einfach geht's, aber der Teufel steckt da im Detail. Besuchen Sie einfach meine Schulung, wo Sie das dann auch dementsprechend mal vorgestellt bekommen. Das ist Schnellmontagetechnik LWL-Stecker. Und um das Ihnen ein bisschen näher zu bringen und auch Ihnen die weiteren Informationen zu geben, haben wir dann unsere Konfiguratoren. Die finden Sie dann auf unserer Homepage. Und mit diesen Konfiguratoren können Sie sich dann für den FITH-Bereich vorgefertigte Anschlussdosen zum Beispiel konfigurieren. Es gibt sehr viele Konfiguratoren im LWL-Bereich, und im Kupferbereich. Wir gehen jetzt mal auf den vorkonfektionierten Anschlussdose. Wenn Sie schon mal was konfiguriert haben, können Sie hier oben die Artikelnummer eingeben, beziehungsweise hier unten suchen Sie sich erstmal das Kabel aus. Es gibt unterschiedliche Typen. Ich nehme jetzt einfach mal so ein Breakout-Kabel, kann jetzt hier meine Faseranzahl nehmen. Ich nehme einfach mal 4, habe jetzt die Möglichkeit, mir den Stecker auszusuchen. Ich nehme jetzt mal auf der einen Seite einen LC-UPC. Sehen wir schon, das ist eine blaue Kupplung und bewusst mal auf der anderen Seite einen SCAPC, das ist der etwas größere, dann zum Beispiel in grün. Ich muss jetzt noch entscheiden, möchte ich eine Einziehhilfe haben oder reicht es mir, wenn die Fasern mit Noppenfolie geschützt sind und dann gebe ich die Kabellänge ein, keine Ahnung, 25 Meter brauche ich in dem Fall auf der Baustelle und jetzt habe ich eine eindeutige Artikelnummer. Und nach dieser eindeutigen Artikelnummer wird das Kabel produziert. Das ist dann auch 25 Meter lang und nicht 26. Ja, also messen Sie da bitte genau aus. Und dann sagen Sie in Liste übernehmen. Und hier haben Sie jetzt Ihr Kabel mit der Artikelnummer, mit der Bezeichnung. Wenn Sie wollen, auch einen Ausschreibungstext, falls ein Planer dabei ist. Sie haben sofort eine Preisinformation. Und wenn Sie jetzt wissen, ich bestelle das im Handel, habe dort immer 10% auf MetzConnect, können Sie auch hier oben Ihren Rabatt eingeben. Können eine Liste drucken machen, wird ein PDF generiert, beziehungsweise Anfrage senden und dann dementsprechend an den Ansprechpartner im Handel schicken und der kann dann Ihre Anfrage bearbeiten. So einfach geht es, so ein Kabel zu konfigurieren. Und dann bekommen Sie eine kleine Kabeltrommel mit 25 Meter. Die Anschlussdose ist da, der Stecker auf der Gegenseite wird dann einfach verlegt, angesteckt, reinigen, messen und dann haben Sie eine Glasfaserstrecke. Das Ganze unterstützen wir dann mit Verkaufsunterlagen. Die finden Sie bei uns auf der Homepage. Da sind nochmal die Produkte aufgeführt, sehr speziell für den FITH-Bereich, mit einer Definition und einer Artikelnummer und einer Vorschlagsliste, beziehungsweise auch verkaufsunterstützende Unterlagen, dass Sie mit Ihrem Kunden mal reden können, was wird hier eigentlich gemacht, wie funktioniert so ein Glasfaseranschluss und wie geht es dann auch in deinem Haus weiter. Sie sehen hier das Haus, was ich Ihnen auch vorhin gezeigt habe. Es sind noch ein bisschen weiterführende Informationen dabei in dieser Broschüre.